SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir erleben das alle tagtäglich, wie wichtig es ist, eine funktionierende Post in der Fläche zu haben. Briefe, Pakete werden bei uns zu Hause in den allermeisten Fällen sehr zuverlässig, sehr freundlich, sehr kompetent ausgetragen. Und das ist wichtig, dass es eben wirklich eine Daseinsvorsorge im gesamten Land gibt, die funktioniert. Und wir erleben das eben auch bei schwierigen Wetterlagen, bei Schnee, Eis, Minusgraden wie in den letzten Tagen. Wir erleben das bei Wind und Wetter. Und das ist eben die Leistung von vielen, vielen, vielen Austrägerinnen und Austrägern und Postboten in diesem Land. Und deswegen, gerade an dieser Stelle, ich schließe mich dem Dank von eben ausdrücklich an und ich glaube im Namen von uns allen, herzlichen Dank für das, was Sie jeden Tag für uns auf den Straßen des Landes hier erbringen. Aber die Post ist natürlich auch, die ganzen Postdienstleistungen in der Summe, großen Veränderungen unterworfen. Auf der einen Seite haben wir zunehmende Paketmengen, auch getrieben durch den Onlinehandel, der weiß Gott eben ja auch nicht nur seine positiven Seiten hat. Aber es treibt eben insbesondere die Zustellung von Paketen nach oben. Und gleichzeitig erleben wir, dass gerade bei den Briefen, auch im Zuge der Digitalisierung, die Mengen deutlich abnehmen. Alleine, wenn man die letzten 3 Jahre sich anschaut, haben wir in diesem Jahr im Vergleich zu vor 3 Jahren alleine bei der Deutschen Post 2,4 Milliarden Briefsendungen weniger in 2020 gehabt, als wir es eben in 2017 hatten. Und das zeigt doch, meine Damen und Herren, dass wir hier eben mit der Post eine große Herausforderung, mit dem gesamten Postdienstleistungsbereich eine große Herausforderung vor uns haben, wie wir eigentlich Daseinsvorsorge, die wir brauchen in der gesamten Fläche des Landes, auf diese neuen Herausforderungen jetzt zuschneiden. Und das war das Große, was wir uns vorgenommen haben mit einer großen Postgesetznovelle. Und ich muss schon sagen, ich finde es durchaus auch unbefriedigend, dass es uns nicht gelungen ist, in dieser Wahlperiode diesem Anspruch, den wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen haben, auch gerecht zu werden. Das muss man, glaube ich, auch eingestehen. Aber der Kollege Durz hat es gesagt, es liegt eben daran, dass wir auf der Grundlage des Referentenentwurfs, der aus unserer Sicht eben diese Antworten auf die Digitalisierung nicht ausreichend beantwortet hat und aufgrund der Kapazitäten, die jetzt im Rahmen von Corona zur Verfügung standen, eben nicht in der Lage waren, mit dem Bundeswirtschaftsministerium zusammen diese Aufgabe hier zu schultern. Aber, meine Damen und Herren, wir machen heute etwas nicht weniger Wichtiges, auch wenn das die kleine Postgesetznovelle ist. Nämlich das Bundesverwaltungsgericht hat uns aufgetragen, dass die Grundlage, wie das Porto bestimmt wird, eben nicht mehr alleine durch eine Verordnung geregelt werden darf, sondern eben im Gesetz festgeschrieben werden muss. Jetzt kann man sagen, na ja, ist das denn von der Sache her richtig, dass wir jetzt das, was bisher in der Verordnung stand, jetzt im Gesetz regelt? Und da muss man sagen, ja, meine Damen und Herren, das ist richtig. Und zwar ganz ausdrücklich, weil wir müssen verhindern, dass es nämlich gerade auf dem Rücken der vielen Millionen Briefträgerinnen und Briefträger, für die Sie alle, fast alle hier eben Applaus geklatscht haben, dass auf diesem Rücken ein Preiskampf ausgetragen wird, weil das Porto am Ende nämlich zu einer verdammt schwierigen Situation, in einer verdammt schwierigen dann Verhandlungssituation bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern führt. Wir haben einen Generationenvertrag bei der Post, in dem wir eben sicherstellen, dass gerade auch ältere Kolleginnen und Kollegen, die diesen Herausforderungen nicht mehr jeden Tag gewachsen sind, früher aus dem Unternehmen ausscheiden können. Wir haben eben auch alte Verpflichtungen aus Zeiten der Bundespost mit höheren Löhnen, mit den Aufgaben eines Universaldienstes, mit eben auch alten Verpflichtungen für Pensionen und Renten. Und deswegen, meine Damen und Herren, war es ja auch in der ersten Wortmeldung des Vertreters von Verdi in der Anhörung in dieser Woche ja besonders wichtig, darauf hinzuweisen, dass eben der Maßstab, wie wir ihn hier festlegen, aus effizienten Kosten und aber eben auch einen vernünftigen Gewinnaufschlag, der im Vergleich mit anderen europäischen Ländern ermittelt werden kann, eine gute, eine richtige und wichtige Botschaft für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Postbereich ist. Und das, meine Damen und Herren, ist gut und wichtig, was wir hier vornehmen. Und wir haben aber auch mit dieser Novelle etwas für den Wettbewerb getan. Die sogenannte Preiskostenschere, wo es eben auch gerade im Briefbereich für die Wettbewerber einen lang
und wirklich über Jahre hinweg immer wieder vorgetragenes Anliegen gibt, was eben hier erfüllt wird, damit eben auch im Wettbewerb in der Post die Kolleginnen und Kollegen eben einen besseren, einen leichteren Zugang zum Postnetz haben. Wir haben gleichzeitig etwas für Verbraucherinnen und Verbraucher getan. Denn der ganz überwiegende Teil der Postdienstleister in diesem Land ist nicht zu einer Schlichtung bereit. Das heißt, wenn eine Briefsendung verloren geht und ich als Verbraucher oder Verbraucher einen ideellen Wert, einen kleineren Wert, der vielleicht jetzt auch am Ende ja nicht rechtfertigt, vor Gericht zu ziehen, deswegen eben auch eine Einigung mit dem Postdienstleister anstrebe, dann ist es eben wichtig, ein vernünftiges, ein verbindliches, und zwar für alle verbindliches Schlichtungsverfahren zu haben. Das, meine Damen und Herren, wird mit diesem Postgesetz Realität. Und, meine Damen und Herren, wir haben eben auch an einigen Stellen Bürokratie abgebaut, indem zum Beispiel für die formelle Zustellung eben kein Porto mehr im Vorfeld genehmigt werden muss, außer für den Marktbeherrscher. Meine Damen und Herren, wir haben also auf der einen Seite ein wichtiges Paket für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Post geschnürt. Wir haben etwas für den Wettbewerb getan. Wir haben etwas für die Verbraucherinnen und Verbraucher getan. Insofern ist es nicht der große Wurf, den wir uns vorgenommen haben. Aber es ist ein verdammt wichtiger Wurf, den wir mit diesem Postgesetz hier heute in den Bundestag eingebracht haben, den wir heute verabschieden auf Grundlage eines Antrags aus dem Bundesrat, aus dem Land Hessen. Insofern, meine Damen und Herren, ich bin zufrieden mit dem, was wir hier machen. Ich würde mich freuen, wenn wir eine breite Zustimmung bekommen. Und gebe einfach allen, die heute nicht zustimmen, mal auf, sich bei der nächsten Sendung von Ihrer Postbote, Ihrem Postboten oder dem Paketzusteller erklären zu lassen, unter welchem Druck Sie denn eigentlich auch jetzt schon in der Arbeitsbelastung stehen und ob das eigentlich besser würde, wenn dazu noch die Preise, Ihre Löhne nämlich am Ende unter Druck geraten, weil nämlich eben der Konkurrenzdruck auf Ihrem Rücken ausgetragen wird. Erklären Sie das mal den Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen das nicht. Wir stimmen heute dieser Postgesetznovelle zu. Das ist gut so. Ich sage vielen herzlichen Dank. Für die FDP-Fraktion hat nun der Kollege Reinhard Huben.